Jo Leute und damit herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Map Guide für Star Wars Battlefront 2. Ja, heute reden wir über Geonosis und zwar aus der Sicht der Angreifer, also der Republik bzw. der Klonsoldaten. Fange ich an und zwar, es gibt in der ersten Phase, ist ganz links, wie man es hier sieht, die Spawnpunkte der Separatisten bzw. Droiden und ganz rechts, die blaue Markierung, ist der Spawn für die Klontruppen, also wo wir sind, der Angreifer. So, unser Ziel ist es in der ersten Phase, diese zwei Punkte einzunehmen. Einmal ein Signal für die Republik rufen, damit wir weitere Unterstützung bekommen. So, das ist nämlich auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite ist die ATTE-Unterstützung, die wir dort aktivieren müssen. Auf der rechten Seite gibt es nur einen Weg, um zu dieser Rufstation zu kommen. Dafür gibt es aber dann auf der linken Seite viel mehr Wege, um zu dem ATTE zu kommen. Daher können die Separatisten auf der linken Seite eher weniger damit rechnen, wo man herkommt. Wobei sie auf der rechten Seite natürlich ganz genau wissen, wo du herkommst. Deswegen empfehle ich, wenn du kein erfahrener Nahkämpfer bist, würde ich dir auf jeden Fall die linke Seite empfehlen. Und zwar die ganz unterste Linie. Denn da würde ich keiner erwarten. So. Und wenn man in den ATTE gestiegen ist, kann man auch bis zum Spawn vorlaufen. Also wenn man schon die linke Seite eingenommen hat, kann man vor bis zu dem Spawn der Separatisten laufen und dort immer den Weg abschneiden und auch ein paar Kills bekommen. So. Und ich würde auch sagen, die erste Phase ist somit die schwierigste auf der ganzen Map. Aber in der zweiten Phase sehen wir jetzt hier, da ist ganz links wieder der Spawn der Separatisten. Und wir müssen mit den ATTEs, die wir dann als Unterstützung bekommen, diese zwei Türme ausschalten mit dem Sekundärfeuer des ATTEs. Dafür müssen wir erst in diesen grünen Bereich, denn dort ist die Reichweite für die ATTEs. Sonst können wir mit dem Schuss nichts ausrichten. Ja, wenn wir dann mit den ATTEs sie bis dort vorne eskortiert haben, schießen sie dann auf diese Pipelines und die müssen wir dann mit allem, was wir haben, draufballern. Also mit allen Geschützen, mit allem, was wir haben, draufballern. Denn ich würde sagen, diese Phase ist für die Separatisten am schwierigsten zu verteidigen, eigentlich überhaupt nicht zu verteidigen. Hier kann auch gut auf der Map allgemein kann ich auch sehr die Angreiferklasse oder die Spezialistenklasse empfehlen. Offizier und schwere Klasse werden euch dort weniger weiterhelfen. So, wenn wir dann diese riesen Dinger zerstört haben, kommen wir nun zur dritten Phase über. Und bei der sehen wir, dass wir in diesen Bereich kommen müssen mit den ATTEs. Aber das ist auch für den Angreifer sehr schwer, die dort reinzubekommen, wenn nicht das ganze Team mitarbeitet. Also viele müssen immer in den ATTEs einsteigen, weil sonst bewegen die sich nicht, die laufen nicht automatisch. So, wir müssen natürlich alles versuchen, um in diesen grünen Bereich zu kommen. Und wenn ein ATTE oder zwei in dem grünen Bereich sind, oder in der Landezone, sage ich mal so, dann ist es für die Separatisten schon fast unmöglich, das Spiel noch zu gewinnen. Also dass die Separatisten gewinnen eigentlich das Spiel in der ersten oder zweiten Phase. Aber dazu komme ich dann in dem Verteidiger-Video von Geonosis. Also, wie dem auch sei, ich habe auch noch gar nicht über die Helden hier in der Phase geredet. Also, oder allgemein in der Helden auf Geonosis. Aber das kommt vielleicht in einem separaten Video, aber ich kann sagen, dass auf Geonosis Han Solo, Leia Organa und Yoda auf jeden Fall keine schlechte Wahl sind. Leia wegen ihrem Sekundärfeuer, Han allgemein, weil er eine starke Waffe hat und Yoda, weil er einfach klein und wendig ist und in dem Sandsturm schwer zu erkennen ist. So, also, wenn wir dann das Ding eingenommen haben oder zumindest auf dem Vormarsch sind, werden die Droiden natürlich auch aus vielen, vielen verschiedenen Ecken angreifen. Und da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht einfach so von hinten abgeknallt wird, weil das kann auch sehr schnell passieren. So, und wenn wir dann die ATTEs dort abgesetzt haben, haben wir eigentlich das Match auch schon für uns entschieden. Also Leute, nochmal kurz zur Zusammenfassung. In der ersten Phase, so schnell wie möglich die linke Seite einnehmen, um den ATTE zu benutzen, um dann den Spawn der Separatisten zu schwächen. So, Phase 2, mit allem, was wir haben,
auf diese Pipelines schießen oder auf diese riesen Türme, wie dem auch sei. Auf alles darauf feuert, was man hat. Und Phase 3, so schnell wie möglich den Gegner ausschalten, um dann mit den ATTEs in die Landezone zu kommen. Ist eigentlich kurz und knackig zusammengefasst. Ja, Leute, das war's jetzt eigentlich auch schon von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, um vielleicht die ein oder andere Runde zu gewinnen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freut euch bis zur nächsten Folge von Star Wars The Battlefront 2 Map Guide. Bis dahin, Leute. Ciao.